Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA Welt und herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe 100 Folgen FIFA Welt, zumindest bei der aktuellen Saison. Weil insgesamt habe ich schon mehr Folgen gedreht von FIFA Welt, aber wie gesagt, aktuelle Saison ist das die Jubiläumsausgabe. Wird ein Tick länger sein, wird ein paar andere Sachen geben hier in der Folge, aber erstmal zur Einstimmung. Zur Einstimmung, was wollte ich sagen? Zur Einstimmung. Zur Einstimmung, mir fällt das Wort nicht ein, verdammt nochmal. Eine sehr gute 100. Folge, weil mir das Wort nicht einfällt. Zur Einstimmung. Na los, Paxis, raus damit. Mir liegt aus der Zunge. Zur Einstimmung gibt's jetzt dramatische Musik, das wollte ich sagen. Okay, Entschuldigung. Ja gut, das war's, effektmäßig. Habe ich auch nicht mit meiner eigenen Stimme gemacht. Habt ihr vielleicht gemerkt, das war echte Musik. Naja, egal. Ich wollte euch mal kurz das Team of the Week zeigen, was es hier so momentan in den Packs zu ziehen gibt, weil ich habe ja viele Coins und es wird immer mal wieder gesagt, Paxis macht Pack Openings. Ich mag aber keine Pack Openings, weil Pack Openings nicht profitabel sind. Das heißt, man wird im Durchschnitt, zumindest bei den seltenen Gold Packs und allen Sondergoldpacks, die es so gibt, wird man im Durchschnitt immer Minus machen. Deswegen habe ich da keinen Bock drauf. Aber, wie gesagt, ich habe viele Coins gespendet bekommen, habe ja immer noch über 1 Million. Plus, ihr habt es euch gewünscht und aus diesem Grund werde ich heute zur 100. Folge ein Pack-Opening machen und nach dem Pack-Opening sogar noch 2 Spiele zocken. Also mal schauen, wie lang die Folge wird. Deswegen wollte ich euch zeigen, was wir zumindest theoretischerweise ziehen könnten. Mich würde ja vor allem dieser, ich weiß gar nicht, wie viel die Info das ist, aber ziemlich sicke Werte hat er auf jeden Fall und es müsste die dritte, also mindestens zweite Inform von Boateng sein. Die wäre schon mal ziemlich cool. Ich meine, 88er Innenverteidiger, was will man mehr? Der 85er Dzeko wahrscheinlich gar nicht mal so billig. Also auch das wäre auch eine gute Partie, wenn man den zieht. Dann natürlich 88er Bale. Ich glaube, als Mittelstürmer, das heißt, den kann man dann auch als Stürmer spielen. Wenn ich den ziehen würde, würde ich ihn auch definitiv erstmal testen. Genau wie Dzeko, bevor ich sie verkaufe. Shaqiri, ja, okay, der ist halt relativ schnell, also wahrscheinlich für die italienische Liga auch ein interessanter Spieler mit 90 Tempo, falls man den ziehen würde. Ja, Fabio Contrao, nicht so interessant. Olic, okay. Was hat er für eine Pace? 81 Tempo. Den könnte man dann sogar lustigerweise mal bei Low Pace, High Class, Bundesliga testen, sollte man den ziehen. Ansonsten würde ich da jetzt erstmal Choupo-Moting testen. Ja, Welbeck natürlich auch schnell. Also insgesamt sind einfach viele interessante Spieler drin. Hier müsste noch ein Junusovic. War Hermann letzte Saison drin? Letzte Saison. War Hermann letzte Woche? Ich dachte, Hermann wäre diese Woche drin gewesen. Oder ist das einfach noch das von letzter Woche und noch nicht aktualisiert? Das kann auch sein. Ist auch egal. Gehen wir zurück zur Zentrale. Gehen wir. Ne, wir müssen ja eigentlich in den Shop rein, fällt mir gerade ein. Gehen wir zu den Pack-Openings. Gibt es irgendwelche coolen Packs? Silber-Upgrade-Pack wollen wir nicht. Selten Gold-Set, zeitlich begrenzt. Einzigartige Gold-Objekte in einem Set vereint. 12 gemischte Objekte, Spieler-Vereins- und Verbrauchsobjekte. Mindestens 10 Gold, alles selten. Spezialsets. Selten erhältliche Sets voller einzigartiger Objekte. Ja, da haben wir dieses Gold-Set. Davon kann ich maximal 10 kaufen, das wären 250.000 Coins, aber ich will eigentlich keine 250.000 Coins im Pack-Opening investieren. Das ist ein bisschen viel. Normale Gold-Packs gibt es auch noch, also wir nehmen jetzt erstmal auf jeden Fall machen wir erstmal in 25k-Pack auf. So, einfach mal gucken. Ah ja, und es wird jetzt ja kein Kindergarten-Pack-Opening, wo ich irgendwie versuche, mit aggressiver und schneller und lauter Stimme irgendwelche Spannung zu erzeugen. Wenn ihr irgendwelche Kindergarten-Pack-Openings angucken wollt, müsst ihr einen anderen Kanal besuchen. Hier gibt's ganz seriös solide Pack-Openings. Vielleicht raste ich ein klein wenig aus, wenn ich einen wirklich geilen Spieler habe. Aber das sind dann echte Emotionen und nicht irgendwas Gespieltes von wegen, oh mein Gott, mal gucken, was drin ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ja, sowas wird es bei mir nicht geben. Das ist Müll, das ist Rotz, das gefällt niemandem. Das ist Schrott. So, zurück zum Thema. Ja, wen haben wir da drinnen? Turan sage ich schon. Turan. Ja, 84er LM aus Atletico oder von Atletico Madrid. Wird wahrscheinlich nicht ganz so viel wert sein. Dann haben wir noch ein paar wirklich sehr geil. Wenigstens noch ein 65er Innenverteidiger. Wobei, der geht wahrscheinlich gar nicht so schlecht weg. 80er Tempo, ziemlich gut für einen Silber-Innenverteidiger. Also ich denke, da könnte sogar ein bisschen was wert sein. Aber die 25.000 Coins,
die ich hier investiert habe, die werden definitiv nicht drinstecken. Ja, Fitness ist ein bisschen was wert, also keine Ahnung. Wir kommen ja, wenn wir Glück haben, auf 10.000 Coins entsprechenden Wert. Und dann packen wir die Spieler direkt mal auf die Transferliste. Die werde ich natürlich alle verkaufen, oder ich versuche es zumindest. Wobei die 75er Spieler, die kann ich wahrscheinlich direkt abstoßen. Die wird wahrscheinlich gar niemand haben wollen. Gut, das können wir, denke ich, auch noch verkaufen mit aller Attribute. Ah nein, ich habe das, glaube ich, gerade in den Verein gepackt, oder? Naja, egal. Die Verträge, zumindest die normalen... Schön, wenn wenigstens drei normale Spielerverträge drin gewesen wären und keine blöden Managerverträge, dann hätte ich die auch gut gebrauchen können. Das bringt auch ein paar Coins. Das hier ist alles Schrott, das können wir eh nicht verkaufen, das können wir direkt abstoßen. Und Finnland... Ja, Wappen behalte ich immer, warum auch, weiß ich auch nicht. Alle im Verein speichern. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal drei seltene Goldpacks auf. Mal gucken, ob da was Schönes drin ist. Ich nehme mal meinen Taschenrechner zu Hand, addiere mal, damit ich hier ungefähr noch einen Überblick habe, wie viel ich investiert habe. 95.000 plus 7.500. So. Sind wir jetzt bei 32.500. Okay, Rodriguez, Innenverteidiger, nicht mal selten. Ja, das können wir alles ziemlich vergessen. Packen wir alles direkt auf die Transferliste. So. Westermann. Der ist nur noch ein 75er, krass. Wusste ich gar nicht. Training, ja, das bekommt man eh nicht los. Das nehme ich dann lieber für meine eigenen Spieler, auch wenn das nicht viel bringt. Na, hier haben wir wenigstens mal zwei Spielerverträge. Das brauchen wir wieder nicht. Fitness brauchen wir eigentlich auch nicht. Bekommen wir aber wahrscheinlich nicht los. Spanien, Heimtrikot. Toll. Das können wir also erstmal alles im Verein speichern. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt direkt noch eins aus, weil das so gut geklappt hat mit den 7.500ern. Yay! Boah, Leandro Castano. Wahrscheinlich. Castano? Nee, Castan. Ja, den kenne ich nicht mal mehr, also keine Ahnung, wer das ist. Aber hat eigentlich ziemlich solide Werte, muss ich sagen. 71er Tempo für Innenverteidiger, nicht schlecht. 84 Defense für den 81er und 81 Physics, also das sieht gar nicht schlecht aus für seine Werte so. Brauchen wir aber auch nicht. Hernane, ein krasser brasilianischer krasser Stürmer. Rest brauchen wir nicht. Ja, das brauchen wir auch nicht. Zack, weg. Weg. Fitness, ja, verstopft einfach nur unsere Inventar, aber was soll's? Z M zu MS. Könnten wir vielleicht gebrauchen, ich weiß nicht. Und das sieht aber irgendwie böse aus. Den Rest, alles im Verein. Dann nehmen wir, ach so, plus 7.500. Plus 7.500. Sind wir jetzt bei 47.500. Dann nehmen wir nochmal so ein Kackpack. Das war's dann aber auch für die Kackpacks. Der ist aber ziemlich schnell. Lennon ist so schnell. 92 Tempo. Also, dass er schnell ist, wusste ich, aber dass er 92er Pace hat. Krass. Auch noch ein 4-1-2-1-2. Vielleicht hat er jemand Bock, das zu kaufen. Das ist auch so kacke, dass die Transferliste nur 30 Plätze hat. Ich kann gar nicht alle draufsetzen jetzt. Naja, den brauchen wir auf jeden Fall auch nicht. Dann haben wir den haben wir den nicht schon gezogen gehabt. Nee, Diaz hatten wir nicht. Aber ich glaube, aus der Mannschaft hatten wir schon einen Spieler. Wenigstens mal vier Verträge. Das ist doch schon mal ganz gut. Alle Verletzungen behalten wir erstmal. Knie, ja, behalten wir erstmal. 3-4-3 brauchen wir nicht. Die Trikots behalten wir. Den können wir schnell verkaufen. So. Und dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt mal noch so ein 25.000er Pack. Aber dann tut's auch schon ziemlich weh. So, gehen wir erstmal auf plus, ich gebe mal ein, plus 25.000, dann sind wir bei 72.500. Komm jetzt wenigstens, also wir hatten ja nur Schrott drin, wir hatten weder einen Inform noch irgendeinen interessanten Nicht-Inform-Spieler. Der beste bisher war Turan. Ja, Miranda ist ein sehr guter Innenverteidiger, also für seine Werte vor allem 83er mit 84 Defense, aber vor allem halt schön schnell mit 76 Tempo, aber... Ja, das kann man halt schon wieder ziemlich, ne, vergessen eigentlich, was ich hier so sehe auf den ersten Blick. Ziemliches Schrottpick, aber wenigstens hier ein paar Verträge, ein paar Spielerverträge, da bin ich schon mal ganz zufrieden mit. Alle Verletzungen. Ach ja, angeblich kann man doch diese alle Verletzungen auch verkaufen, aber ich habe eh keinen Platz mehr auf der Transferliste dafür und
Naja, ist egal, egal. 4-4-2, ja, kein Platz mehr. Packen wir erstmal alles in den Verein, aber auch da haben wir ja bald keinen Platz mehr. Fällt mir gerade so ein. Ich kaufe jetzt noch ein Pack, dann haben wir ungefähr 100.000 Coins ausgegeben. Und nein, es gibt jetzt nicht regelmäßig Pack-Openings. Könnt ihr absolut vergessen. Ihr seht ja, wie unprofitabel das ist. Und ich baue lieber aus meinen Coins, die mir gespendet wurden, baue ich lieber. So, da sind jetzt bei 27.500. Baue ich mir lieber geile Teams, weil die halt teilweise teuer sind. Also, letztes Pack-Opening bis, keine Ahnung. Das nächste gibt's vielleicht, wenn wir bei 150 Folgen sind oder bei 200 Folgen. Mal gucken, wenn ich Bock drauf habe. Und auch hier wieder nur Scheiße drin. Also, ja, Packs aufmachen lohnt sich einfach nicht. Scheiß auf Pack-Openings. Ach, die muss ich erstmal alle in den Verein packen. Alle Attribute plus 10. Ja, Moral, cool. Ja, aber wenigstens haben wir noch den Villa Park. Alle im Verein speichern. Naja, dann hoffen wir mal, dass. Aha, das können wir also alles nicht. Aha, Das ist schon geil, ne? Jetzt lasse ich die Sachen halt einfach hier auf den nicht zugewiesenen Stapel, weil was soll ich sonst machen? Ach ja, was ich noch sagen wollte. Ich hatte noch eine kleine Spende bekommen, da habe ich noch gar nicht bedankt für. Und zwar haben wir bekommen hier 100.000 Coins von FIFA Player 1111, FIFA Player 1111, FIFA Player 1111. Vielen Dank für diese Spende. Deine Spende wurde gerade eben, oder fast komplett, gerade eben in Pack Opening investiert. Ich hoffe, du bist nicht böse drüber. Leider war nichts Geiles drin, aber was soll's. Dann können wir das jetzt erstmal wegnehmen von der Liste. Also vielen Dank an dich für diese Spende von 100.000 Coins und an alle anderen, die schon mal vorher gespendet haben. Diesen scheiß Kabul, den habe ich schon tausendmal reingestellt, wir kommen ihn einfach nicht los. Ich habe aber auch immer keinen Bock zu gucken, was der billigste momentan ist. Deswegen nehme ich einfach immer 100 weniger, als ich vorher gekauft habe. Also ich hatte ihn schon so mega oft drin gehabt. Ich mal für einen Tag rein. Ja, gut, die anderen Sachen stelle ich jetzt nicht rein. Das mache ich mal offline in Ruhe, dann gucke ich mir, was die wert sind und dann verkaufe ich die mal alle in Ruhe. Das möchte ich jetzt hier nicht machen. Wir wollen jetzt zocken. Ach, da fällt mir gerade ein, wir müssen noch einen Spiel. Hier, guck mal, bitte, Freunde. 173.000 Transfers. Das zeigt ja mal nur, dass sobald EA was geiler macht an dem Spiel, belohnen das die Spieler auch. Es wird mehr gespielt, es gibt mehr Transfers. Sie haben jetzt die Performance hier in dem Menü verbessert. Man kann schnell hin und her klicken. Sie haben dafür gesorgt, dass weniger Abstürze sind und ja generell halt weniger Bugs und Probleme im Spiel sind und schon steigen wieder die Transfers, schon spielen die Leute wieder mehr. Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, das wird noch besser. Ich hoffe, die fügen mal irgendwann Online-Turniere ein. Online-Turniere ein, genau. Und dann wird das richtig vogelwild. Moment, Cristiano Ronaldo? Dann haben wir das Falsche gezeigt bekommen, oder? Ja, das hier ist noch das Alte. Also das können wir gar nicht gewinnen. Die zeigen uns aus irgendeinem Grund noch die alte Team of the Week an. Im aktuellen Team of the Week ist nämlich Hermann drin und eben auch Ronaldo. Aber das macht nichts. Ich hätte zwar auch gerne um Bord. Wir haben ja gerade schon die Packs aufgemacht. Ich bin so dumm. Ist ja scheißegal, was jetzt drin ist, weil ja, wir haben es ja schon aufgemacht. Wir können gar nichts mehr bekommen. Egal. Zurück zum Transfer. Wir müssen nämlich noch einen Transfer tätigen, fällt mir gerade ein. Und zwar hat mich jemand gefragt, warum ich nicht Toni Kroos im Mittelfeld habe. Und da dachte ich mir so, naja, erstens wollte ich Iniesta und Xavi mal testen. Also Info und Busquets muss sein wegen seiner defensiven Leistung. Aber Xavi und Iniesta wollte ich sowieso mal testen. Aber eigentlich könnte man Xavi gegen Toni Kroos austauschen. Vor allem, weil es ja einen Inform Toni Kroos gibt. Ich finde halt, der normale Toni Kroos hat halt eher so Werte, die für einen ZOM sehr geil sind, weil er eben so abschlussstark ist, aber einen Inform Toni Kroos, why not? Würde ich sagen, schauen wir mal, was er kostet. Ja, ich wollte einfach nur. Ich sehe gerade, es gibt ja sogar einen grünen Toni Kroos, der wahrscheinlich sogar noch geiler ist als der normale Inform, wobei, nee, der hat ja auch 86 und der Inform Toni Kroos hat auch 86. Oh! Also 86er 300.000, 87er kostet 325.000. Ja, und 4-3-2-1 Formation, und der ist logischerweise noch geiler als der Inform. Der Grüne.
International Man of the Match Toni Kroos, dann würde ich sagen, nehmen wir den, oder? 325.000, vielleicht ist er ja sogar noch der billigste momentan. Und in der richtigen Formation. Also, ich glaube, da müssen wir aber direkt mal richtig geil jetzt zuschlagen, Freunde. Was für ein geiler Zufall. Oh! Nee, den können wir uns nicht leisten. Oder sagen wir mal so, den will ich mir nicht leisten, den 93er. Da reicht mir dann doch der 87er, wo war er? Hier. Da weiß ich jetzt zwar die Werte gar nicht, aber ich gehe mal davon aus, die sind Bombe. 325.000. Ja, nehmen wir mal 325.000 als Maximum rein. So, da haben wir hier unseren in der richtigen Formation. Wir haben noch eine der falschen Formationen. Unsere hat 19 Verträge. Dann haben wir hier, das ist der Inform. Aber wenn man das vergleicht, 87er zu ein Tick schneller, aber Pace ist erstmal egal. 88 statt 86 Tripling, 86 statt 83 Schuss. Okay, Defense ist schlecht, das sehe ich gerade, aber das ist erstmal egal. 93 statt 92 passen sogar bessere Physics. Ja, dann nehmen wir den. Also dann nochmal vielen Dank für diesen Hinweis mit Toni Kroos, weil ich hatte den zwar auf dem Schirm, den normalen Toni Kroos, aber eben nicht die Inform oder wie in dem Fall sogar die grüne Version, also International Man of the Match Toni Kroos. Außerdem mag ich auch Toni Kroos einfach sehr, also, ja, ich, ist halt ein Deutscher, ne, ich sympathisiere dann logischerweise immer mit den Deutschen, vor allem Nationalspieler, ist ja auch Weltmeister, Mann, rein ins Team mit dem Weltmeister, also wenn der nicht irgendwie dafür sorgt, dass wir hier komplett übertreiben, dann weiß ich auch nicht. Ja, Sofortkauf. Ah, jetzt haben wir natürlich fast keine Coins mehr. Ja, wir brauchen auch keine Coins mehr, scheiß drauf. So, rein ins Team. Dafür kommt, wie gesagt, der 89er Xabi weg und der grüne 87er Iniesta, wollte ich schon sagen. Toni Kroos ist sowieso besser. Der hier kommt weg. Auf Transferliste. Ich glaube fast, dann werde... Ich überlege halt gerade, ob ich dann jetzt Toni Kroos in die Mitte setze, weil ich halt das Gefühl habe, dass einfach der mittlere ZM am meisten verwendet wird und am ehesten in die Lage kommt, Tore zu schießen. Oh nein! Oh, ich bin so bekloppt! Oh, ich bin so dumm! Nein, 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 bin ich dumm! Ich hab nicht darauf geachtet, dass er aus Bayern ist! Oh nein! Oh, bin ich dumm! Oh, ich bin so dumm! Oh, ich bin so dumm! Ich bin so dumm, wie ihr euch die ganze Zeit, ihr werdet jetzt gerade angeguckt haben und euch gedacht haben, oh mein Gott, Paxis, mach's nicht! Kauf ihn nicht! Er ist aus Bayern! Kauf ihn nicht! Kauf ihn nicht, er passt nicht ins Team! Kauf ihn bitte nicht! Ich könnte ihn jetzt logischerweise als ZM in mein Bundesliga-Team packen, aber will ich ja gar nicht. Oder will ich das? Statt zum Beispiel Alonso? Ja, wäre eigentlich eine Möglichkeit, oder? Ich meine, 89er Xavi? 89er Xavi im ZM, der 89er Xavi einfach da lassen? Und dafür Alonso raus. Wobei Alonso ist halt echt ein geiler ZM, weil er halt auch einen ganz guten Defense-Wert hat. Naja, ich mach's jetzt erstmal so. Ich denk mal, der Wertverlust von diesem Inform, also von dem grünen Groß wird eh nicht so krass sein. Also ich kann den wahrscheinlich jetzt auch für 325.000 ungefähr wieder verkaufen. Das wäre kein Problem und könnt ihr mir dann den schwarzen Inform Toni Kroos für die spanische Liga holen. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich werde jetzt erstmal das so machen, dass ich den grünen Toni Kroos teste in der Bundesliga-Mannschaft. Und wenn ich das Gefühl habe, da geht er komplett ab, dann lasse ich ihn einfach da. Und wenn ich das Gefühl habe, er geht da nicht komplett ab, dann nehme ich einfach nochmal den 86er. Aber so sieht's da auch nicht schlecht aus. Ich meine, why not? Ja, also ich kann mich jetzt auch damit anfreunden, ihn hier in der deutschen Liga zu spielen. Das bedeutet dann logischerweise, dass wir Xavi wieder brauchen. Aber ich glaube, den habe ich jetzt blöderweise schon auf die Transferliste gepackt. Ach krass, wie ich das nicht gerafft habe, dass der... Zum Glück spiele ich auch Bundesliga. Habe ich ein Glück? Ach nee, ich war ja schon im Transfer drin. Moment. Krass. Nicht gemerkt, gar nicht gemerkt. Okay, okay. So, jetzt ist Xavi wieder... Na, wo ist er denn? Xavi! Hier, nee. Hier. Nee, das ist Iniesta. Hier ist Xavi. Gut, dann ist Xavi jetzt erstmal wieder im Team drin.
Weil insgesamt habe ich ja jetzt beide Teams verbessert. Also habe jetzt das Team Bundesliga verbessert. Ich habe ja jetzt einen normalen 85er Alonso gegen grünen Super Second Third Inform Groß eingetauscht. Ach ja, Choupo-Moting mittlerweile im Sturm. Mal gucken, wie der sich macht. Und ich habe mir mal Second Inform Spahic aus der letzten Saison gegönnt. Mir hat jemand geschrieben, dass der sich besser spielen lassen würde als Stranzl und er wäre auch besser in der Luft. Wobei Spahic ist relativ klein. Ich glaube nur 1,83. Dafür springt er ganz gerne. Und Inform oder Second Inform Stranzl, nee, Inform Stranzl ist zwar nicht so sprungbegabt, also er springt nicht so gerne, aber ist dafür 1,91. Also das Vorteil, der Vorteil bei Spahic ist, dass er defensiv hohe Arbeitsraten hat und Medium Arbeitsraten, was die Offensive angeht, und Stranzl hat halt beides Medium, also defensiv und offensiv. Das heißt, Spahic sollte sich ein bisschen weiter hinten orientieren. Ich teste ihn einfach mal. Er war auch recht preiswert, 45.000 Coins. Von daher scheiß drauf. Testen wir einfach mal. Wenn er mir nicht gefällt, ich habe ja Stranzl noch, dann verkaufen wir einfach Stranzl. Gut, jetzt müssen wir dafür natürlich wieder unseren Xavi reinpacken. Oh, da habe ich das nicht gerafft. Aber ich bin gar nicht so böse drüber, muss ich zugeben, weil ich kann ja auch einen Toni Kroos im ZM für Deutschland spielen lassen. Also egal. Gut, und jetzt würde ich sagen, machen wir mal zwei Spieler. Wir müssten jetzt mit der spanischen Liga spielen, wenn ich mich recht entsinne. Ach ja, wir können ja sogar noch den Titel gewinnen in der Saison, wenn wir jetzt alle drei Spiele gewinnen. Ja, hier haben wir volle Fitness, genau. Und bei der anderen Auswahl haben wir nämlich nicht volle Fitness. Richtig. Dann würde ich sagen, hoffen wir darauf, dass ich jetzt im Spiel nicht ganz so verpeilt bin, wie bei dem Kaufen von dem grünen Toni Kroos. Aber ich meine, der grüne Toni Kroos ist ja auch nochmal einen deutlichen Tick besser als der Toni Kroos, der Inform Toni Kroos, den ich in der spanischen Liga spielen könnte. Und in der spanischen Liga ist ja eigentlich auch das zentrale Mittelfeld stärker besetzt als in der deutschen. In der deutschen Liga hatte ich ja, wie gesagt, nicht ganz so starke Spieler. Ich meine 89er Spieler in der spanischen Liga spricht für sich. Oh, da haben wir jemanden, der noch relativ neu dabei ist. Erst relativ wenige Spiele, 78 Siege, 11 Niederlagen. Sehr, sehr gute Statistik. Leider auch wieder eine Fünferkette, damit bin ich ja nicht so wirklich klar gekommen. Also mit meinen drei ZMs gegen, ach nee, Quatsch, eine Dreierkette. Dreierkette, alles okay. Dreierkette. Das müsste ein 3-5-2 sein oder so. Irgendwas in die Richtung. Gutes Team, schneller Sturm. Könnte eklig werden. Interessanter ZOM mit Gündogan. Ja, auch einen rechten Mittelfeld Aubameyang im Sturm. Das heißt, er ist eine Pace-Whore. Er will unbedingt Aubi im Sturm haben, auch wenn er überhaupt nicht hinpasst. Hoffen wir, dass ihm das zum Verhängnis wird. Der hat sogar noch ein Anfangsstadion. Also wirklich ein ganz, ganz frischer Spieler. Ich habe einmal auf Defensiv angefangen jetzt, ne? Mit 3 ZMs, glaube ich, ja. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht spielen können, weil die Server nicht gingen von FIFA World. Deswegen bin ich ein bisschen raus. Hab auch fatalerweise wieder relativ viel FIFA 15 gespielt auf der PS4 mit Freunden. Das heißt, sehr gut. Das heißt, dass ich hier mich erst wieder so ein bisschen an das FIFA World gewöhnen muss. Jetzt auch schon zwei dumme Fehlpässe von mir, wobei ich eigentlich zugeben muss, dass ich die Pässe eher gut fand. Also eine gute Idee war das eigentlich mit den Pässen. Da hätte ich vielleicht lieber ins kurze Eck versuchen sollen zu schießen. Ich wollte halt ganz genau machen und ins lange Eck schießen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass er hier den linken Fuß nimmt. Also wäre das kurze Eck deutlich besser gewesen, aber es war halt schon eine hervorragende Chance wieder, kann man sagen. Zumindestens war ich da mehr oder weniger alleine vom Tor. Mal gucken, ob wir das nochmal schaffen. Aber dadurch, dass er halt eine Dreierreihe spielt, könnte das schon öfters passieren. Dann geht er einfach auf Nummer sicher und klärt. Ist auch okay. Also ganz, ganz leichte Lags habe ich hier. Keine Ahnung, ob man die im Spiel sieht, aber wie soll, wenn das Spiel ruckeln würde, also als wenn meine Grafikkarte das quasi nicht schaffen würde. Sehr gut, das war richtig stark von Ramos, dass er sich da noch dazwischen schiebt. Also ganz leichte Lags, also so richtig behindern sie jetzt zwar nicht aktiv das Spiel, aber kann natürlich auch sein, dass er es nicht so richtig merkt. Vielleicht war das auch der Grund, warum die zwei Pässe am Anfang so komisch kamen. Ja, ich wollte jetzt, genau jetzt, wo der mir den Ball abnimmt, wollte ich eigentlich reingehen, also rein, nicht rein flanken, sondern wollte rein passen flach.
Habe ich das Gefühl. Oh nein, das war mein Fehler. Okay, 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 okay. Jetzt wird's. Ja, mein Fehler. Absolut mein Fehler. Kann nichts anderes zu sagen. Oh, ich hätte einfach eher passen müssen, beziehungsweise vielleicht halt gar nicht versuchen sollen, in die Richtung zu passen. Einfach dumme Idee von mir. Und ja, hat er dann gut ausgespielt. Aber das ist halt dann wieder. Also es ist meine Schuld, aber wenn er keinen so schnellen Stürmer gehabt hätte, wäre ich vielleicht nochmal angekommen. Aber trotzdem war es natürlich meine Schuld. Das ist halt, weil es immer wieder Spieler gibt, die sagen, na, man kann auch mit langsamen Spielern gut spielen. Natürlich kann man das. Das Problem ist einfach, wenn man so langsame Spieler hat wie ich, dann werden halt Fehler härter bestraft, die man gerade sieht. Hätte jetzt zum Beispiel schnelle Innenverteidiger gehabt, dann wäre die Wahrscheinlichkeit größer gewesen, dass ich nochmal rankomme an Ramos und er halt nicht alleine aufs Tor schießen kann. Das ist dann halt einfach ein Unterschied. Der Unterschied, der zwischen Sieg und Niederlage entscheiden kann. Aber ehrlich gesagt habe ich ein gutes Gefühl. Ich denke und hoffe, dass ich hier das Spiel noch drehen kann. Positiv denken. War halt wirklich ein sehr blöder und gravierender Fehler von mir. Aber ansonsten habe ich eigentlich ja doch ein gutes Gefühl. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich gut spiele. Vielleicht mache ich das aber gar nicht und mein Gefühl trügt mich. Das weiß ich nicht. Das zweite Mal von ihm ist er da mehr oder weniger unbedrängt klärt, aber wenn es funktioniert, er spielt auch nicht so schlecht. Also seine Statistik hat ja schon gesagt, dass er wahrscheinlich nicht so schlecht spielt, auch wenn er eine ziemliche Pacer ist. Hatte schon lange auf Passen gedrückt, aber irgendwie hat er dann keinen Bock mehr gehabt, das zu machen. So, zweite Hälfte, zwei Tore. Come on, Baby. Ich hatte eigentlich schon das Gefühl, dass ich gegen ihn ganz gut durchpassen kann. Müssen wir das nur noch ein bisschen konsequenter machen und in Tore ummünzen. Oh, das war doch kein Foul. Was? Ich hatte nur meinen Körper reingestellt, wie vorhin auch. Ja. Okay, das war's. Ich glaube nicht, dass ich einen 2-0 aufholen kann. Vielleicht bekomme ich noch einen Unentschieden hin, mal gucken. Aber ja, ein guter Freistoß, eine gute Flanke und Ramos ist halt kopfballstark. Und ich glaube, mein Verteidiger war auch wieder hinter dem Spieler. Ist halt auch dumm, dass ein Außenverteidiger einen Stürmer deckt. Also eigentlich müsste da ein Innenverteidiger stehen, aber das kann man halt leider nicht einstellen. Ah, eigentlich der falsche Spieler, den wollte ich nicht spielen. Ah, schade, wäre rein, aber wen hat er denn eigentlich überhaupt ein Tor? Ich glaube Pepe Reina, aber ich weiß gerade gar nicht. So, vielleicht schaffen wir ja eine unserer gefürchteten Flanken. Die ging irgendwie komisch weit nach außen, das... Hä? Habe ich nicht ganz verstanden, ich habe doch komplett nach innen gezogen. Ja, das war der Plan. Ja, ich hatte einmal den Torwart rausgeholt, was soll ich machen? Er hat immerhin, ich meine, es war ein wichtiges Foul, ne? Ein taktisches Foul, aber ein wichtiges Foul vom Torwart. Von daher bin ich da gar nicht böse drüber. Und die gelbe Karte von mir aus. Hauptsache halt nicht noch ein Gegentor. Ich meine, es ist immer noch ein 2-2 drin. Meiner Meinung nach. Auch wenn ich nicht wirklich glaube, dass ich das gegen den Spieler schaffe, weil er halt einfach nicht schlecht genug dafür spielt. Und ich halt auch meine Chancen einfach nicht genutzt habe, die ich hatte. Und ich habe auch, ich weiß gar nicht, was hier los ist mit meinen Pässen, also... Aber wie gesagt, das Problem ist halt, wenn ich länger nicht FIFA World spiele und dann FIFA 15, das ist einfach ein anderes Spiel. Man spielt zwar Fußball, aber das war's dann halt schon. Hätte auch gepasst, aber gut gehalten. Ich dachte mir, bevor ich jetzt wieder den Ball verliere, schießt lieber mal drauf. Das war schon eher, was ich gemeint habe. Leider, leider, leider. Hat es dann nicht... Ganz gereicht. Da ist das... Ha! Der Innenverteidiger Piqué, oder was? Ach, geil. Das ist natürlich
das ist natürlich einem Jubiläum zur 100. Folge würdig. Dass Piqué, der Innenverteidiger, dann noch von rumlungert und mit dem Fuß ein Tor schießt. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also, da hat er den Ball gut mitgenommen. Gute Ballkontrolle, guter Abschluss. Bei einem Innenverteidiger, Hut ab. So, wie gesagt, jetzt ist ein 2-0 auf jeden Fall noch drin. Also, ein Unentschieden wäre geil. Aber ich glaube, selbst bei einem Unentschieden, würden wir jetzt einfach nur die Klasse halten. Also, wir können, glaube ich, dann nicht mehr den Titel holen. Waren, glaube ich, genau 3 Siege dafür notwendig. Jetzt kommen wieder die Leute, die schreiben, du hättest lupfen müssen. Aber der hat halt auch einfach einen Tick zu spät geschossen. Also der hat nochmal so komisch ausgeholt, dieser unser David Villa. Vielleicht hätte ich auch da schlänzen können in der Situation. Aber jetzt 2 wirklich sehr gute Chancen hier im Spiel nicht genutzt. Das ist natürlich... Oh, was für ein schlechter Pass. 2 wirklich sehr gute Chancen im Spiel nicht genutzt. Also ich hätte hier locker 3 Tore schießen können in dem Spiel. Dann ist es auch nicht ja verdient, dass ich hier... Dann habe ich es auch nicht verdient zu gewinnen oder auszugleichen. Also mit Villa hätte ich auf jeden Fall das Tor machen müssen. Oh, wie Rodriguez die ganze Zeit im Sprint ist und als ich dann natürlich... Und was Iniesta die ganze Zeit im Sprint ist und als ich dann natürlich den... passend die Spitze ansetze, ist es vorbei. Naja, ich sag mal so, alleine von meinen Chancen hätte ich vielleicht schon hier einen Unentschieden rausholen sollen, aber wäre dann halt... Und ja, das erste Gegentor war halt schon super peinlich, ne? Also, es war einfach mal nur meine Schuld. Aber ja, wenn ich so spiele, dann habe ich es auch nicht verdient zu gewinnen. Von daher... Ich sag mal so, ich hätte das Spiel gewinnen können, wenn ich besser gespielt hätte oder konsequenter gespielt hätte. Aber vielleicht kann ich das jetzt in dem Spiel wieder gut machen. War auf jeden Fall ein Spiel, das man mindestens hätte unentschieden spielen sollen, denke ich. So rein von der Leistung her. Och, Mann. Er hat zwar eine gute Chemie, aber ich glaube nicht, dass er mit dem Team spielt. Ich meine, 862 Siege, 248 Niederlagen. Also der wird schon ab und zu mal spielen, aber ich glaube nicht, dass er mit dem Team gegen mich spielt. Das wäre sehr merkwürdig. Es wäre cool, es wäre ein geschenkter Sieg, direkt jetzt zum Auftakt der Saison, aber wird nicht passieren. Aber schauen wir mal. Vielleicht hat er ja doch... Oder ist wieder einer, der wartet, bis ich ein Tor schieße. Der wartet, bis ich ein... Oh, fuck, zu weit. Der wartet, bis ich ein Tor schieße und dann abbricht. Das wird es wahrscheinlich sein. Ja. Jetzt bricht er ab, aber okay, geschenkte 3 Punkte, damit kann ich leben. Also wie gesagt, das ist mir natürlich lieber, als wenn sie einfach nur abbrechen. So bekomme ich wenigstens 3 Punkte geschenkt und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich den Ligatitel hole und dann bekomme ich natürlich mehr Coins. Ich überlege gerade, ob ich noch ein Spiel mache jetzt zum Jubiläum mit der Bundesliga. So ein bisschen Choupo-Moting teste und unseren neuen Groß. Why not? Sind alle regeneriert? Müssten ja eigentlich. Hatten jetzt 2 Spiele Zeit. Ja, soll ich den Groß auf in die Mitte setzen oder lasse ich ihn auf rechts? Also macht halt schon Sinn, den Abwehrstärksten und Schnellsten in der Mitte zu lassen. Das ist halt eindeutig lahm. Ach, ich lasse Groß mal rechts, was soll's. Testen wir, wenn ich das Gefühl habe, dass es da nicht funktioniert, dann kann ich ihn ja immer noch in die Mitte ziehen. Und ich wette mit euch, Choupo-Moting wird einfach mal wieder mega abgehen. Er wird einfach wieder mega abgehen. Scheiß auf Lewandowski. 591 Siege, 406 Niederlagen. Nicht wirklich gutes Verhältnis. Remis und Sturridge. Eieiei, Pace. Ja, leider wieder ein sehr schneller Sturm. Aber ich glaube, diese Aufstellung 4-1-2-1-2, die liegt mir ganz gut. Schürrle und Sterling schnell. Also alle schnell. Ramirez, Schürrle, Sterling... Remy und Sturridge schnell, Oscar ist, naja, so okay. Und Nuha schnell, Koscielny, also für Innenverteidiger logischerweise schnell, Walker schnell, Clichy und Courtois über Torwart. Ich werde mit euch, Choupo-Moting geht ab und ich werde mit euch, Courtois wird wieder die Null halten beim Freund. Oder zumindest viele Paraden machen. Die Null vielleicht, ich unbedingt, ich schieße ein Tor mindestens.
Aber er wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass wieder viele gute Chancen von mir einfach im Sande verlaufen, weil Courtois einfach alles rausficht. Ach fuck, jetzt habe ich doch was vergessen. Und zwar wollte ich eigentlich den Second In vom Rodriguez als Linksverteidiger kaufen. Den gibt's nämlich jetzt auch. Und der ist natürlich besser als mein 79er, weil der Second In vom ist ein 82er. Vielleicht machen wir das einfach noch nach dem Spiel hier. Sehr schön. Sehr schön gedoppelt. Und dadurch hat er keine Chance gehabt. Sehr gut von Müller angenommen. Dadurch hat er keine Chance gehabt, hier den Ball noch irgendwie gefährlich in die Mitte zu spielen. Ja, Müller nicht der Schnellste, aber... Da habe ich einfach Glück gehabt. Da macht Choupo-Moting seine erste Aktion im Spiel. Leider ein schwacher Kopfball. Auch wenn er sich da wenigstens zum Kopfball durchsetzt. Oh, Stellungsfehler von mir. Sehr gut von Piszczek. Immer noch diese komischen leichten Lags. Das kann doch nicht an mir liegen, oder? Also, das wäre doch was ganz Neues. Choupo-Moting durch und holt den ersten Eckball aus dem Spiel. Sehr schön. So, und jetzt Choupo-Moting einfach mal Kopfballtor. Da fällt mir gerade ein, es wäre jetzt eigentlich auch geil, den Groß hier als Flankengeber zu haben, aber das wird mir nicht passieren. Ah, ein Tick zu nah. War halt leider auch niemand, der den Torwart behindern kann. Sehr schön. Gar nicht erst seine dreckige Pace da irgendwie Möglichkeit geben. So, Lahm, der hat immer... Was? Ich wollte schon sagen, also ich wollte gerade sagen, kein Foul. Groß wäre auch wieder geil als Flankengeber. Flankengeber sage ich. Aber wenn ich ablege, vielleicht steht dann Groß da. Schade, 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 schade. Ah, schon wieder schade. Ah, doppelt schade, aber Lahm macht doch zum Glück seinen Fehler wieder gut. Und bekommt dann den Pass. Ah, fuck, schade, leider kein Foul, das wäre jetzt wichtig gewesen. Oh, der Ball war eigentlich schon meine. Oh, da haben wir Glück gehabt. Der ist noch gegen die Latte gegangen. Der hat Neuer es noch geschafft, den Ball gegen die Latte zu lenken. Krass. Okay, doch ein relativ ausgeglichenes Spiel bisher, muss ich sagen. Choupo-Moting super langsam, aber trotzdem schafft es sich hier. Na, komm, komm. Schade. Sehr schön. Geht dann auf jeden Fall ein paar Fehlpässe drin, die mir das Spiel etwas leichter machen. Wenn er die nicht hätte, dann denke ich, würde ich schon hinten liegen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen ausgeglichen, also ein bisschen ruhiger. Ja, nächster Freistoß, sehr schön. Aber immer auf Schweinsteiger. Mir wäre es halt lieber, wenn die... Na also. Mir wäre es halt lieber, wenn die auf Schweinsteiger, wie in dem Fall... ablegen, weil Schweinsteiger macht einfach geile Schüsse. Punkt. So, Groß ist vielleicht noch ein Tick besser, aber solange Schweinsteiger seine Tore mit einem schwachen Linken macht, ist es doch scheißegal. Nice. Dann gewinnen wir ja wenigstens, hoffentlich wenigstens. Ah, den hat er aber auch unter die Latte gepresst. OMG. Muss mal aufpassen. Dass er hier nicht einfach blöd durchrennt und ausgleicht. Das wäre mir nämlich sehr unangenehm. Oh. Wieder schlecht. Konzentration. Ihr merkt, ich versuche heute relativ emotionslos zu spielen, um einfach keine blöden Fehler zu machen. Ah, Choupo-Moting, du hast es doch schon gehabt. Nein, unverdient. Fuck. Oh, nur weil Choupo-Moting den Ball da nicht unter Kontrolle hat. Fuck. Na egal, egal, egal. Wir schießen einfach noch ein Tor. Ach, und dann so ein scheiß Drecks-Kullerball. Neuer holt ja die absoluten Megaparaden raus und dann diesen Drecksball. Hier, was macht, was war das denn für der Anlauf von Choupo-Moting da mit dem Kopf? Oh, meine Herren. Na gut, zweite Hälfte, schießt man einfach noch zwei Tore, was soll's. Komm schon.
Schweinsteiger, schönes Tor. Aber ich gehe ja davon aus, dass Schumpenmunting noch eins schießt. Schön gemacht von Müller. Da habe ich mir selber ein bisschen die Geschwindigkeit rausgenommen. Aber, wenn... Na. Ich wollte gerade sagen, der ist noch heiß. Aber dann leider wurde die Situation ziemlich entschärft. Ach, Mist, da wird faul gepfiffen. Aber ist nicht so nah, deswegen... Ja, das war eigentlich von ihm jetzt keine so schlaue Idee, weil es eigentlich klar war, dass er das nicht rechtzeitig schafft, da hinzupassen. Mist, da hat er mich schön geblockt, sonst hätte ich da auf Perisic angespielt und wäre, denke ich, auch entsprechend durch gewesen. Hier wird er zum Glück noch bedrängt. Ich glaube, Spajic war es, der dann noch dranbleibt am Ballführer, sodass Neuer halt den Ball bekommt, weil er ihn sich dann zu weit vorgelegt hat. Sonst wäre das hier, denke ich, sehr eklig geworden. Perisic auch nicht so schnell, aber seine Außenverteidiger etc., die seien... Mist, da hätte ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Vielleicht hätte ich auch auf Müller nochmal passen sollen, der besser zum Tor stand. Fuck. Aber ich konnte ja nicht damit rechnen, dass ich dann so frei vom Tor stehe. Sehr, nein. Da hat er wieder Glück, aber da habe ich wieder Glück. Da stehen wir uns quasi die ganze Zeit nur im Weg. Ja, der Pass kam viel zu spät und dann war auch Choupo-Moting leider nicht mehr durch. Ach, ein Unentschieden wäre auch okay, sage ich mal, für den Saisonstart, aber ich habe hier eigentlich das Gefühl, dass wieder ein bisschen mehr drin ist als nur Unentschieden. Jetzt haben wir schon wieder leichtere, also stärkere Legs als gerade eben noch. Das ist irgendwie nicht so geil. Na? Hat eigentlich auch einen guten Distanzschuss, gibt es eine Ecke. Ich glaube schon, oder? Ja. Ah, waren wir da als letztes dran? Sieht so aus. Ich habe halt eigentlich versucht, ihn noch einen Tick mehr in die Mitte zu ziehen, den Kopfball, aber irgendwie wollte es nicht so funktionieren. Nice. Oh, fuck! Er macht dauernd einen Stellungsfehler in seiner Abwehr mit seinem Doppelpass. Aber ich kann es nie ausnutzen, weil der Pass von mir immer geblockt wird. Das ist auch wieder... Oh, das, wenn das ein Tor gibt, drehe ich durch. Weil das war einfach nur das Problem, dass mein Spieler nicht dem Ball entgegenläuft und man auch nicht selbst dem Ball entgegenlaufen kann. Man bleibt einfach wie angewurzelt stehen. Dieses Problem besteht schon seit, keine Ahnung, FIFA 12 oder so. Und die bekommen das einfach nicht in den Griff und geändert. Und ich verstehe auch nicht, warum. Also, wo ist denn das Problem, den Spieler die Möglichkeit zu geben, dass wenn er einen Pass bekommt... dass er dem entgegenlaufen kann. Also das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Fuck, das war's. Also ich bekomme auf jeden Fall nicht mehr die Chance, nach dem Tor zu schießen. Dann hat er gedacht, dass er sich so durchsetzen kann. Ach, Mann, ich hätte gerne noch eins gewonnen. Ach komm, wir machen einfach noch ein Spiel. Eins machen wir noch. Choupo-Moting. Ah, ist eigentlich traurig, ne? Choupo-Moting hat ja sogar ein Tor verursacht. Also, sich zu Schulden kommen lassen. Aber okay, das, ja, werde ich ihn jetzt nicht anrechnen, logischerweise. Im Normalfall ist er auch nicht in der Mitte, um irgendwelche Bälle anzunehmen. Wie ist das eigentlich? Das Problem ist halt, dass ich noch Besuch bekomme. Schaffe ich überhaupt noch ein Spiel? Nee, schaffe ich nicht. Mir wurde gerade eben geschrieben, dass sich die Person auf den Weg gemacht hat und da das keine 5 Minuten dauern sollte, bis die Person da ist, können wir jetzt nicht noch ein Spiel machen. Reicht ja auch. Dreiviertel Stunde Aufnahme, 2 richtige Spiele, ein Kackspiel und noch... Transfergeschichten plus Pack-Opening. Toll. Wir können aber noch schnell schauen, ob wir den Rodriguez bekommen, bevor ich das beim nächsten Mal vergesse. Inform Rodriguez.
Da haben wir ihn, Ricardo. Ich habe auch schon mal geguckt gehabt, und da war, glaube ich, gar nicht so teuer. Ja, den gibt's halt 1 Million Mal auf dem Transfermarkt, deswegen ist es klar, dass er nicht so teuer sein kann. Ich hatte gedacht, ich hätte ihn vorhin für 70.000 gesehen. Über 100.000 wäre jetzt doch schon relativ viel. Gibt's ihn denn in der richtigen Formation? Das wäre doch schon mal gut zu wissen. Für 55.000. Und hier haben wir sogar nochmal den anderen zum Vergleich. Ja, der ist halt langsamer, aber low pace, high class. Passt also gut. Weil 80 Dribbling besser, Schuss 65 statt 57 besser, Defense 84 statt 83. Ja, Physics ist ein Tick schlechter, aber ich habe mir halt seine Standing- und Sliding-Tackle-Geschichten angeschaut. Also das macht schon mehr Sinn, jetzt diesen 82er zu nehmen, statt den 79er. Deswegen 55, ja, ich glaube, den nehmen wir dann auch direkt. Gucken mal, ob es da noch einen preiswerteren gibt, aber ich glaube nicht. Schauen wir mal noch, ob es ihn in der falschen Formation billiger gibt. Nein. Zumindestens, ja, nicht so, wie ich ihn möchte. Dann nehmen wir den. Verträge, 14, passt. Mannschaft. Auf die Transferliste. In aktive Mannschaft. Gut, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Informs. Das heißt, in der Bundesliga können wir keine weitere Inform reinpacken. Und in der BBVA haben wir 4 Informs. Da hätten wir noch Platz für eine. Na. Vielleicht bekommt er zum Beispiel Piqué mal eine super Inform dann, oder Second Inform halt. Dann könnten wir den da reinpacken. Gut, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn euch diese Spezialfolge Nummer 100 gefallen hat. Wie gesagt, ein bisschen Pack-Opening. Leider kein reguläres Spiel gewonnen. Den einen Sieg, den verbuche ich mal nicht als Sieg. Das war ja, naja. Aber gut, ich würde es heute einfach mal darauf schieben, dass ich halt so ein bisschen meinen Skill die letzten Tage wieder verbraucht habe, indem ich FIFA 15 gezockt habe. Aber was soll's. Ich hoffe, dass ich die nächsten Tage jetzt wieder ein paar Aufnahmen machen kann und dass ich mich da wieder so ein bisschen reinspiele und vielleicht mal eine Saison habe, die nochmal einen Tick besser läuft. Ansonsten gefallen mir die Teams ganz gut. Wir müssen halt schauen, ob Choupo-Moting in die Bundesliga-Mannschaft passt und in dieses Dreiergespann hier gut reinpasst. Aber ja, er lässt sich in der anderen Formation im 4-2-3-1 geil spielen. Also warum nicht hier? Schauen wir mal. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.